Corona wird ein Jahr alt und immer noch haben wir Teilnehmer in Videokonferenzen, die mit heftigen Störgeräuschen aufwarten oder keine Kopfhörer tragen und so für ein Echo oder Rückkopplung sorgen. In diesem Video fokussiere ich mich darauf, wie ihr kristallklaren Ton in Videokonferenzen habt. Vor allem dann, wenn ihr zum Beispiel eine Schulung geben wollt und wirklich lange sprecht, dann sollte der Ton auch einigermaßen gut sein. Ich habe ja nun einiges an Audio-Hardware hier rumfliegen, aber eine einfache und gute Lösung, die auch noch günstig ist für alle zu finden, war gar nicht so einfach. Das erzähle ich euch nach dem Intro. Das Hauptproblem, wenn man guten Ton bekommen möchte, sind einfach die internen Soundkarten. Ich spreche jetzt auch wieder über eine interne Soundkarte mit einem relativ guten Mikrofon, mit dem Zalman ZM Mic 1. Das ist leider nicht mehr zu bekommen. Das gibt es nämlich eigentlich zum kleinen Preis und das wäre eigentlich auch meine Empfehlung gewesen. Günstiges Ansteckmikrofon kaufen und los geht's. Als ich aber mal meine Geräte zu Hause ausprobiert habe, ist mir aufgefallen, dass die internen Soundkarten fast durchweg Schrott sind, was die Aufnahme angeht. Die Ausgabe ist völlig in Ordnung, aber bei der Aufnahme habe ich immer ein Brummen, ein Zischen oder sonst irgendwas drin. Läuft ein Gerät auf Akku, habe ich bessere Erfahrungen gemacht. Also Smartphones haben weniger Probleme und auch Laptops, wenn die nicht am Stromnetz hängen. Scheinbar wird da durchs Stromnetz irgend so ein Brummen induziert. Da habe ich zu wenig Ahnung von, aber die Erfahrung habe ich eben gemacht. Ein Tipp, den ich auch gerne lese, ist, dass man doch einfach sein Smartphone-Headset benutzen soll. Das ist auch prinzipiell ein sehr guter Tipp, wenn die interne Soundkarte mitspielt. Bei mir hat die nicht mitgespielt. Das Eingangssignal von meinem Headset war einfach viel zu leise. Und ja, das hat dann das Ganze wieder brummig gemacht. Mich hört ihr jetzt übrigens gerade über ein Lamtec USB-Ansteckmikrofon. Und das ist jetzt so ein bisschen der Geheimtipp, den ich euch geben möchte. Lasst mich das erklären. Das Mikrofon kostet 16 Euro ungefähr bei Amazon. Und dafür kriegt ihr jetzt den Ton, den ihr gerade hört von mir. Und den kriegt ihr auch einigermaßen garantiert, denn wir reden hier über ein Mikrofon, das seine eigene Soundkarte mitbringt. Das ist ja ein USB-Mikrofon. Dementsprechend meldet sich das Ganze als USB-Soundkarte bei euch an. Das heißt, wir haben hier nicht mehr die Abhängigkeit von der internen Soundkarte. Das nächste, warum das mein Geheimtipp ist, es ist schön klein und portabel. Es gibt ja auch so Tischständer, Mikrofone, schlag mich tot. Die kann man aber nicht schön mitnehmen. Deshalb ist so ein Ansteckmikrofon besonders schön. Und bei dem Modell hier war auch gleichzeitig noch eine Tasche, also so ein kleines Säckchen dabei. Es ist auch wichtig, dass das Mikrofon einen vernünftigen Eingangspegel besitzt. Und das tut dieses Mikrofon. Habe ich keinen vernünftigen Eingangspegel, also ist der zu niedrig, dann wird eure Chat-Software oder eure Konferenzsoftware euren Pegel hochregeln und damit auch das Rauschen verstärken. Oder es muss halt wieder softwaremäßig gegen das Rauschen arbeiten und dann wird der Ton trotzdem schlecht. Natürlich befreit euch jetzt dieses Mikrofon nicht von der Pflicht, Kopfhörer zu benutzen. Ein anderer Grund, warum ich euch dieses Mikrofon empfehle, ist, dass scheinbar die Preissteigerungen, die jetzt Corona-bedingt irgendwie Headsets und Webcams befallen haben, an dem Teil unbeschadet vorbeigegangen ist. Das heißt, das Ding ist mit 16 Euro halt immer noch relativ günstig. Noch zur Transparenz, ich hatte den Hersteller Lamtec angefragt, ob sie mir das Mikrofon zur Verfügung stellen würden. Ja, und das haben sie gemacht und das Ergebnis konntet ihr jetzt in diesem Video sehen oder hören. Also mein Geheimtipp für all diejenigen, die einen guten Ton in Videokonferenzen haben möchten und kein Vermögen ausgeben möchten, ist dieses Lamtec-Mikrofon. Mein Amazon-Affiliate-Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung.